Hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Morgenroutine. Und Morgenroutine heißt immer mit Sonnenschutz. Also bauen wir uns jetzt eine Routine um den Sonnenschutz auf. Und ich werde ja immer noch gefragt, wie schichtest du die Sachen? Und diese Videos sollen dazu dienen, um euch zu erklären, wie man Dinge aufträgt, also in welcher Reihenfolge. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Jo, legen wir los. Ich finde so die Regelung, es gibt keine Regelung. Ne? Also wenn bei dir am Abend Waschgel funktioniert, es hängt ja auch immer von deinem Hauttyp ab. Ne? Also ich habe eine recht fettige Haut und da funktioniert bei mir Öl am Abend besser. Ich kriege das auch richtig gut runter, aber es gibt eben auch Hauttypen, die damit Schwierigkeiten haben, geschweige denn, die auch Pickel davon kriegen können. Man muss immer auf seine Haut achten. Ne? Also was verträgt die Haut, was verträgt sie nicht? Und ich finde so diese sture, ja, morgens Waschgel, abends Öl. Wenn das für dich nicht funktioniert, mach's anders. Ne? Also für mich funktioniert das ganz gut und ich würde niemals eine Regel daraus machen. Ich sehe das aber immer wieder auf TikTok, auf Instagram, dass Leute halt eine pure Regel draus machen. Ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Wenn dein Sonnenschutz am Abend mit dem Waschgel runtergeht, nützt das Waschgel. Und wäre es blöd, wenn du es nicht machen würdest. Ne? Bloß weil jemand im Internet sagt, nimm Öl. Wenn das für dich nicht in Ordnung ist, mach's nicht. Ich habe halt damals mit Ölcleansing angefangen, weil ich irgendwann aufgehört habe, mir auch was zum Abschminken zu kaufen. Und da ist der Ölcleanser eine gute Sache. Also so All-in-One-Produkte liebe ich halt. Nicht, dass man noch mehr Scheiß anhäuft. Jetzt geht's mit der Routine los, bevor ich mich komplett verquatsche. Was ist mit mir los? Ich nutze den Waschgel. Darüber hatten wir es ja jetzt schon. Und das ist das Ultrasensitiv-Waschgel, sie haben ein bisschen was an der Formulierung verändert, bin ich der Meinung. Oder vielleicht ist die Flasche irgendwie ein bisschen anders. Also der Inhalt von der Tube. Na, manchmal kommt das dann einfach vor. Ich werde mir das jetzt nochmal holen, weil ich habe es jetzt eine ganze Zeit lang nicht gehabt. Weil ich einfach auch Serien anwende, wo das halt nicht so ganz nice ist, wenn du schon im Waschgel Säuren drin hast. Deswegen das hier. Bis jetzt habe ich es halt echt immer geliebt, aber irgendwie scheint mir das flüssiger geworden zu sein. Ich weiß es nicht. Gucke ich mir jetzt noch eine Weile an. Aber es hat ein Oldie, nütze ich schon wirklich lange, immer in Abwechslung mit dem von Expert, was so ähnlich ist wie das von No. Mir reicht das von Expert, von Balea Expert, mit Säuren. Aber wie gesagt, jetzt schon die ganze Zeit lang ohne Säuren und da brauchst du halt echt auch nicht viel. Und ich liebe das halt wirklich, so am Morgen schön Waschgel mit Gesicht reinigen. Und ich bin eh so ein Feuchtigkeits-Junkie. Zum einen, meine Haut ist super fettig, was ja ein Anzeichen dafür ist, dass sie halt einfach zu wenig Feuchtigkeit hat. Deswegen fettet die Haut. Und das zelebriere ich halt wirklich am Morgen. Wenn du am Morgen auch jemand bist, der irgendwie, wenn du einen Hauttyp hast, der total unkompliziert ist, ne, mach's nur mit warmem Wasser. Ich habe große Poren, fettige Haut. Ich muss waschen. Es geht dann anders, weil sonst kriege ich lauter verstopfte Poren. Ich bin es gerade am Leermachen. Das würde ich mir so jetzt nicht mehr nachkaufen. Aber der war ja auch Milky. Ne? Und jetzt ist ja Balea Milky Toner rausgekommen. Ich habe mir bei Rossmann den Milky Toner bestellt. Habe keinen Rossmann in der Nähe. Ich werde das auf jeden Fall testen. Wird es dann im August geben, weil ich bin jetzt im Juli in der Pause. Da gibt es hier auf dem Kanal wie auch auf meinem Zweitkanal keine Videos. Ich schweife heute ab, ne? Merkt ihr es? Also, der ist ja auch von dem lieben Leon und darauf sind halt, glaube ich, auch andere Marken jetzt so ein bisschen aufgestiegen. Ich würde den mir nicht mehr kaufen. Ich bin eher so ein Isana Pure Toner Fan. Und wenn ich irgendwie was in der Richtung haben möchte, dann würde ich mir den blauen von holen.
Aber den hier jetzt weniger. Man hat ihn halt geholt, weil er neu war und dann ist er mal nach hinten gerutscht und ich bin gerade am Aufbrauchen, man merkt's, ne? Was ich aber komplett liebe, wie gesagt, Feuchtigkeitsjunkie, wenn du jemand bist, der Make-up aufträgt, da ist dieser Schritt vielleicht ein bisschen ungünstig, ne? Also du musst kein Hyaluron-Gel auftragen, wenn das bei dir nicht geht, ne? Also viele Serien in der Drogerie oder auch sonst haben meistens schon Hyaluron-Intus, brauchst es nicht extra. Bei meiner Haut funktioniert das halt echt gut und ich mag dieses Farm Loves Face Teilchen hier echt gerne. Es ist wirklich nicht besonders formuliert. Es ist wirklich so ein Feuchtigkeitsding. Ich habe es damit so ein bisschen. Das ist für mich auch so ein bisschen Spa. Das ist so Luxus am Morgen. Hatte ich schon immer. Diesen Knacks hatte ich wirklich schon immer und das liebe ich. Das liebe ich total. Und wenn du auch so ein Feuchtigkeits-Junkie bist, guck dir das mal an. So ein neues Ding in der Skincare. Community ist, auch wenn es der Hauttyp hergibt, dass du nach deiner Routine das Ganze mit Vaseline einschließt. Das könnte ich bei mir echt gar nicht machen. Aber wenn du so ein Hauttyp bist, der das abhaben kann, why not? Das würde ich aber dann auch eher am Abend machen. Dann ist im Adventskalender drin gewesen, das ist auch schon eine Ecke her, ne? Ist aber auch in der Aufbrauch-Challenge hier dieses Serum. Das würde ich mir definitiv in der Form nicht mehr kaufen. Gibt's günstigere Produkte. Ne? Also auch das Niacinamid-Serum von Isana, ich finde das mega gut. Und da brauchst du halt nicht das, also das wesentlich teurere von No, das kostet ja fast das Doppelte. Ich glaube, das kostet um die 10, oder? Bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber Isana habe ich geguckt, kostet immer noch 6. Ich habe bestellt und die neuen aus dieser Reihe, die neuen Produkte mal, nicht alle, aber ein paar bestellt. Also wird leer gemacht, wird aber so in der Form definitiv nicht mehr nachgekauft. Und das hier, was ich euch jetzt zeige, ist so nicht mehr im Markt erhältlich. Das ist tatsächlich noch die alte Formulierung, ne? Also ich bin die am Aufbrauchen und mit der alten Formulierung war ich echt fein. Wenn es nichts anderes gegeben hat, ich habe zu der gegriffen, die hat für mich immer funktioniert. Rossmann war so blöd und hat die umformuliert und dann gibt es noch eine Sportvariante und dann gibt es noch eine andere gelbe, nicht nur sensitiv, da gibt es noch mal eine, fragt mich nicht. Und 30 gibt es auch noch und die sehen alle gleich aus. Und die haben diese Optik von dem Produkt so schlimm gemacht. Ist echt hässlich. Und vor allem alles ganz klein geschrieben. Ich weiß gar nicht, wer das festgemacht hat. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall funktionieren die Produkte nicht. Ich habe es an der Shenya gesehen. Die bröseln so runter. Und da habe ich echt keinen Bock, das auszuprobieren. Muss ich wirklich sagen. No, no way. Werde ich auch nicht ausprobieren. Also. San Ozon, liebes Rossmann-Team, steht für bessere Produkte. Jetzt habt ihr gerade richtig ins Klo gegriffen damit. Richtig sogar. Die hat vorher funktioniert, jetzt funktioniert sie für mich nicht mehr. Die blaue ist aber immer noch gleich formuliert. Wenn ich wirklich mal wieder in die Verlegenheit kommen sollte und nichts anderes gefällt mir, dann hole ich mir wieder die blaue. Ich habe aber die gelbe die letzte Zeit geholt gehabt. Also alte Formulierung, weil es zu der blauen besser funktioniert hat bei mir auf der Haut, weil die blaue halt auch so ein bisschen gebröselt hat. Naja, schade, Rossmann. War eigentlich ein ganz nettes Produkt, ne? Aber jetzt hörst du halt über den Sonnenschutz, hörst du halt die Leute nur noch schimpfen. Und da weiß ich halt bei solchen Sonnenschutzprodukten, die trage ich mir halt im ganzen Gesicht auf, immer mit so Klecksen. Also da spachtle ich halt wirklich mein Gesicht zu und dann wird das verteilt und da habe ich so ungefähr die richtige Menge aufgetragen. Trägst du Sonnenschutz? Hast du Sonnenschutzfavoriten? Schreib mir die gerne doch mal unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten. Hier wird es jetzt einen Monat lang keine Videos geben. Ja, ich mache im Juli Pause. Ich mache immer zweimal im Jahr Pause, um mit neuen Ideen natürlich zurückzukommen. Ich freue mich aber trotzdem über deine Kommentare hier unter dem Video. Ich sage danke fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns im August wieder. Macht's gut. Tschüss.